Hallo, ich bin's mal wieder, der Volker, bin auf einer Wanderung, ich bin von zu Hause losgelaufen, jetzt bin ich oben am Moorweiher und mal gucken, wo der Weg mich hinführt. Das Wetter ist noch einigermaßen schön, aber der Himmel, der zieht sich dann so langsam zu und es kann sein, dass ich so in 2 Stunden in Regen komme. Schaut mal, hier geht's lang. Ein oder andere wird sicherlich kennen. Hier runter der kleine Weg, der führt mich dann zur Trettach und da gucke ich mal, ob ich da irgendwo ein bisschen von der Trettach filmen kann. Kleines Wehr oder irgendwo wie so ein kleiner Wasserfall. Muss ich mal gucken. Jetzt muss ich erst mal gucken, warum das Bild so beschlagen ist. Ah ja, die Kamera sieht nicht sehr sauber aus. Ich putz die mal. Hier ist der Eubach. Der kommt bekanntlicherweise aus dem Eutal. Im Eutal habe ich ja auch schon mal Video gedreht. Das tue ich euch unten in der Beschreibung da mal verlinken. Das waren so die Anfänge, wo ich mit der Sony-Kamera gefilmt habe. Jetzt laufe ich mal Richtung Gruben. Gerade eben habe ich ja ein bisschen an der Trettach unten gefilmt. Im Moment gibt es wenig Sonne, aber da hinten kommen schon wieder ein paar blaue Flecken. Durch Gruben bin ich jetzt durch, jetzt laufe ich Richtung Trettachtal und ich muss euch sagen, die Hitze heute, die macht mir schwer zu schaffen. Ich wollte eigentlich nach Gerstruben jetzt rauflaufen durch den Hölltobel. Ich muss mal gucken, ob ich das packe. Mir läuft die Suppe wieder runter. Aber ich soll mich ja freuen über schönes Wetter. Ja, mal gucken, wie weit ich laufe. Ich werde es auf jeden Fall nicht übertreiben.
Ich muss jetzt erstmal Pause machen. Es ist ziemlich warm, also für mich jedenfalls. Ich habe gerade eben unten an dem Bach ein bisschen gefilmt. Keine Anstrengung, läuft mir die Suppe runter. Ja, ich zeige euch jetzt mal meine Aussicht. Herrlich. Luftlinie 1 Kilometer von mir zu Hause weg. Das Duschen heute früh hätte ich mir auch sparen können. Die Suppe läuft und heute stinke ich mal nicht wie ein Iltis, sondern wie ein Puma. Ja, schöne Wetter ausnutzen. Nächsten Tage soll es ja wieder ein bisschen schlechter werden. Ich hoffe, der Wetterbericht, der irrt sich. Ich habe mich jetzt entschieden. Ich gehe jetzt noch in Café Riefenkopf. Da werde ich was trinken. Und da werde ich den Heimweg antreten. Was soll ich mich bei der Hitze kaputt machen? Das bringt nichts. Dann denke ich, werde ich diese Tour mal irgendwann im Herbst wiederholen, wenn die Blätter schöne Farben haben. Ja, und dann ist es ja auch ein bisschen kühler. Gerade eben habe ich noch ein Päuschen gemacht, habe ich mich mit unserem Postboten unterhalten. Von hier aus, Christian, schöne Grüße an dich. Den Job möchte ich heute auch nicht machen. Ich denke mal, in dem Auto steht die Hitze. Aber er hat Spaß an der Arbeit, hat er mir gesagt. Das ist die Hauptsache. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, in der Hoffnung, dass ich doch irgendwie weiterkomme. Weil sonst müsste ich wieder nach unten laufen und alles wieder nach oben. Und da habe ich keinen Bock für. Normalerweise laufe ich ja nicht da, wo es verboten ist. Aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Ich denke, hier komme ich schon einigermaßen gut durch. Ich laufe jetzt nur noch Richtung Wald, dass ich wieder in Schatten komme. Ich entscheide mich jetzt bewusst für den längeren Weg. Hier unten würde es ein bisschen schneller gehen. Aber ich laufe hier oben, auch wenn ich hier vorne wieder ein Stückchen bergauf laufen muss. Aber hier oben ist es im Schatten. Eigentlich war ja für heute bewölkt angemeldet, das Wetter. Aber jetzt haben wir, schaut mal, strahlend blauen Himmel. Da freue ich mich doch wieder. Wenn sich die Wettervorhersage in diesem Sinne irrt, ist das doch immer schön. Also ich laufe jetzt hier mal. Erstmal wieder ein Stückchen bergauf, aber dann komme ich in Schatten.
Und dann komme ich im Grunde genommen an den Aus- oder Anfangspunkt meiner kleinen Wanderung wieder raus, oben am Moorweiher. Ich kann euch sagen, ich bin sowas von platt. Ich weiß nicht, ob es nur mit der Hitze zu tun hat oder dass ich mal wieder ein bisschen angeschlagen bin. Keine Ahnung. Jedenfalls suche ich mir das nächste Bänkchen und da werde ich mich dann erstmal draufsetzen. 10 Minuten Pause machen. Ich habe jetzt vielleicht noch 20 Minuten bis nach Hause. Aber ich glaube, die Pause, die brauche ich. Ja, ich bin jetzt 6 Kilometer gelaufen und mir kommt es vor wie 60 Kilometer. Ich muss es erstmal hier ein bisschen ausdünsten. Nach Gerstruben rauf, das hätte ich heute nie gepackt. Und wenn ich es versucht hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich selber den Tag versaut. Rechtzeitig umgedreht, Tag gerettet, alles gut. Jetzt habe ich hier schöne Landschaft, wo ich laufe. Jetzt lasse ich es auch mal ein bisschen gemütlicher angehen. Ich habe ja alle Zeit der Welt. Nächste Bank, nächste Pause. 10 Minuten bin ich gegangen seit der letzten Pause. Nein, ich gehe weiter. Ja, dann bin ich am Ende meiner Tour angelangt und freue mich, dass ich gleich zu Hause bin. Ich habe mich jetzt noch mal kurz an Moorweiher hingesetzt und ja, noch mal ein bisschen ausruhen. Vielleicht geht es nur noch ein bisschen bergab für mich runter und dann habe ich es geschafft. Ja, dann möchte ich mich mal wieder bei euch bedanken, dass ihr tapfer zugeguckt habt. Es ist ja heute nicht so lang geworden, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber besser kurz wie überhaupt nicht rauszugehen. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. In diesem Sinne wisst ihr ja über das Däumchen und das Abo würde ich mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, im Abschluss von dem Video zeige ich euch wie immer noch ein paar Filmaufnahmen, die ich nicht mit ins Video eingebaut habe. Und da muss ich mich halt nochmal berichtigen. Es heißt das Däumchen und das Abo. Also, danke. Mach's gut. Tschüss.